Wir haben also, wie soll man sagen, eine außenpolitische Kriminalisierung. Wir haben auch eine außenpolitische Ausrichtung, ganz klar, insbesondere im europäischen Kontext, an Bankeninteressen. Wir haben eine Abnahme innerer Freiheiten, Stichwort nur als eklatantestes Beispiel der jüngsten Zeit, die Bundeswehreinsatzmöglichkeit, vor einigen Tagen eben die Entscheidung, die gerichtliche Entscheidung, die höchstrichterliche Entscheidung, dass ein Bundeswehreinsatz im Innern unter bestimmten Einschränkungen, die man aber leicht natürlich beiseite wischen kann, schon aus dem Gesetz heraus, so wie es jetzt ist, beiseite wischen kann, im Innern eingesetzt werden darf. Die Nationalstaaten agieren nur noch in Gestalt korrupter Politiker, die schon lange nicht mehr dafür da sind, das zu tun, was ihren Völkern nützt. Das ist eine geradezu naive und durch die Realität nicht mehr gedeckte Vorstellung, sondern die längst sich angewöhnt haben, Politiker unter Druck zu setzen und dann bei dieser Gelegenheit genau das tun zu lassen, was ihnen eben den Industrien, den Banken vorschwebt. Auch die Überwachungsmöglichkeiten im Innern haben zugenommen. Insgesamt hat eine Akzeptanz in der Bevölkerung zugenommen, Überwachung zuzulassen. Das ist sehr interessant. Man ist eigentlich genervt dadurch, aber man hat auch nicht so richtig den Mumm, dagegen was zu sagen und schwankt auch so zwischen Unglauben und Angst, was so zum Beispiel so eine islamistische oder radikal-islamistische Bombenlegerbedrohung angeht. Also ein sehr interessanter Mischzustand. Die Bevölkerung heute in Deutschland ist ja sowieso von mehrfachen Ängsten heimgesucht. Da ist nicht nur die Pleite des Euro und die bevorstehende Pleite Deutschlands. Das ist den meisten Deutschen sehr klar bewusst, dass wir hier am Rande der Klippe marschieren. Sondern es geht auch noch eben um diese unglücklichen Kriege, die wir führen in Afghanistan. Aus anderen haben wir uns Gott sei Dank heraushalten können. Und dann eben die Geschichte der inneren Bedrohung durch Bombenleger. Also diese multiple Bedrohung führt dazu, dass die Deutschen eigentlich im Moment kopf- und konzeptlos sind. Sie können sich ja gar keine amerikanische Außenpolitik vorstellen, ohne dass Konzerne sagen, die wollen wir, sonst wird sie schlicht nicht gemacht. Denn die US-Außenpolitik ist nicht dafür da, irgendwelchen Völkern irgendwelche Nettigkeiten oder Bosheiten anzutun. Das ist alles Luxus. Sondern hier geht es einfach darum, kann man damit Geld verdienen oder nicht. Hier geht es ganz klar darum, zu sagen, wir als Amerikaner haben genügend Macht in diesem Staat, in jenem Staat, in Staatengruppen, in Erdteilen, um diesen und jenen Großauftrag für unsere Industrien hier durchzusetzen, genauso wie wir die Verwendung unserer Währung durchsetzen. Eine gar nicht so große Clique überschaubarer Interessen aus Finanz, Industrie und politischer Macht kombiniert mit Medien, versucht einfach, sich über die nächsten Jahre, möglichst Jahrzehnte zu retten. Denn wir haben ja, um die Medienlandschaft kurz zu skizzieren, global einen praktisch die Weltöffentlichkeit bestimmenden Block, das ist der westliche, und der Rest ist Kakophonie. Also eine ungeordnete, chaotische Mehrstimmigkeit. Und ein Krieg gegen den Iran ist das letzte Mittel, das die USA erlauben und selbst einsetzen würden, wenn ein solcher Crash, ein Wirtschaftscrash mit einem Finanzcrash zusammen unausweichlich ist. Sonst würden sie das nie tun. Gibt es denn in der Geschichte überhaupt Terroranschläge, in die kein Geheimdienst verwickelt ist? Also gleich zum Ende der Frage, nein, meiner Ansicht nach gibt es die nicht, jedenfalls keine nennenswerten. Terror bedeutet, wenn er international relevant sein soll, dass westliche Geheimdienste nachhelfen müssen. Das haben sie ausnahmslos getan. Wie die NATO so funktioniert, passieren eben alle Dinge in einer Art Abstimmung, wobei man nie vergessen darf, dass die NATO keine demokratische Einheit ist, sondern, wie Egon Bahr mir so drastisch klar machte, Hörstel sagt nicht immer NATO, Hörstel sagt Washington. Und das ist auch die Art, wie das funktioniert, nicht? Die Rolle Washingtons ist zu befehlen, die Rolle der übrigen NATO-Staaten ist, mit den Haken zu knallen und Jawohl zu schreien. Development Denial, also die
das Verhindern geordneter, erfolgreicher Entwicklungen ganzer Völkerschaften, so wie die USA das mit wirklich brachialer Gewalt gegen den Iran seit 30 Jahren versuchen. Das ist schon mal etwas sehr Wichtiges. Kriegführung zielt auch immer darauf ab, Völker insgesamt um Jahrzehnte und zig Jahre zurückzubomben in der Entwicklung. Das hat man ja immerhin mit dem Irak dreimal gemacht. Das ist schon ein ganz alter Hut voll. Das ist keine Frage, dass Beobachter sich klar darüber sind, dass die Kriegführungen der nächsten zig Jahre Söldnerkriegführungen, asymmetrische Kriegführungen sind und sein sollen, die man eben auch mit Söldnerhaufen bestreiten kann. Das ist für die USA unglaublich billig. Also was die gespart haben durch den Einsatz dieses Personals in Libyen, ist ungeheuerlich. Wenn wir davon ausgehen, und das müssen wir, dass auch im Iran wieder großflächig Uranwaffen eingesetzt werden würden bei einem Bombardement, diesmal allerdings in einer Größenordnung, die wir noch nie gesehen haben im Kampfeinsatz, nämlich 15 Tonnen Bomben, von denen etwa 5,3 Tonnen reines Uran wären. Dass ja der Iran über Syrien eine enorme Hebelkraft in Nahost hat, das kann dem wichtigsten dortigen amerikanischen Bündnispartner Israel überhaupt nicht gefallen. So dass man also sagen kann, wer Iran angreifen will, muss vorher Syrien zerschlagen. Aber, und das ist eben interessant und erklärt auch manches Engagement, auch Russland weiß, dass mit Syrien sein Einfluss in Europa fällt. Und den Russen ist durchaus klar, dass sowohl Syrien als auch Iran nur Vorstufen sind, um auch Russland nochmal in mehrere Teile zu zerbrechen. Denn das, was bei der Sowjetunion so wunderschön gelang, haben die USA, da gibt es auch Studien drüber, durchaus auch mit Russland vor, nämlich die Zerschlagung in mehrere Kleinteile. Strategisch geht es ganz klar gegen Russland und China. Das ist überhaupt keine Frage. Denn wenn der Iran gefallen ist, dann ist die nächste größere Macht ganz einfach Russland, die kleineren ehemaligen südsowjetischen Republiken, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, die werden dann alle ganz flott ins amerikanische Horn tuten, wenn der Iran nicht mehr da ist. China hat dann nur noch wenig entgegenzusetzen und verliert einen wichtigen Lieferanten, noch einen. Ja. Diese ganzen Dinge haben unabsehbare Folgen, weil auch China weiß, dass bei Wegfall eines Freundes namens Russland ein Widerstehen gegen die US-geführte Macht nicht möglich ist, hat China ein höchstes Interesse daran, dass Russland an Bord bleibt, ebenso wie Iran und damit eben auch Syrien. Ganz klar. Libyen war aus mehreren Gründen notwendig. Zunächst mal auch eben wegen des schwindenden Kriegsglücks und wegen der Instabilität Iraks und Afghanistans musste ein weiterer Brückenkopf her, den man notfalls auch flugtechnisch nutzen kann. Er wollte einfach nicht mehr für Dollars verkaufen, was ihm selbstverständlich nicht zu verdenken ist. Aber eben ein Todesurteil. Und er hatte auch noch viele andere Sachen gemacht. Er hatte also sehr erfolgreich die ärmeren Staaten Südafrikas hinter sich gebracht, indem er in sehr großzügiger Weise dort die Entwicklung in einer Weise gefördert hat, wie die USA oder der Westen das nie getan hat. Dann hat ja auch Gaddafi noch was gemacht, was überhaupt nicht gefallen hat, nämlich die größte Baustelle der Welt eingerichtet für 22,5 Milliarden Dollar. Und hat dort ein riesiges Wassersystem aufgebaut, ein Süßwassersystem. Und das auch noch ohne eine einzige amerikanische Firma zu beschäftigen. Also so viel Unbotmäßigkeiten auf einmal, das war zu viel. Nun hat Gaddafi ja auch außerdem noch den Golddinar eingeführt als ernstzunehmende Konkurrenz für den Dollar. Genau, auch dieses noch, richtig, um das Maß voll zu machen. Und wenn wir wissen, dass Erdogan selbst Millionen verdient hat aus der Geldwäsche mit Iran, dann sind wir an einem sehr wichtigen Punkt angelangt. Er hat persönlich stark von dieser Annäherung an Iran profitiert. Man könnte sagen, er wurde gekauft und dann hat er von den amerikanischen Freunden Druck bekommen, denn man darf ja nicht vergessen, Syrien ist ja noch ein NATO-Staat. Und was er da alles eingeheimst hatte, das musste er sich plötzlich neu verdienen. Nämlich durch Wohlverhalten gegenüber Washingtons Interessen
Und nur so ist erklärbar, wie soll man sagen, die geradezu türkisch interessenfeindliche Wende Erdogans von einem selbstständigen, eigensinnigen regionalen Player, eine Entwicklung, die ich sehr unterstützt habe, hin zu einem bloßen Vollstrecker amerikanisch-israelischer Interessen, eine sehr traurige Entwicklung, so dass ich vor einigen Tagen formuliert habe, öffentlich und schriftlich formuliert habe, Erdogan verspielt soeben die Früchte seines Lebenswerks. Die Presse hatte sich gegen den Zugriff der Macht gewehrt. Diese Zeiten sind vorbei. Wo mal Mut war, ist heute nur noch Unterwerfung. Wo mal Courage war, Angst und Feigheit! Investigativer Journalismus ist durch kritischen Wohlfühljournalismus ersetzt worden.